So. Der Bildschirm vibriert. Nein! Jawohl. Was? Level 19 sogar Feuer ab und ich habe eine neue Attacke gelernt. Ja, what? Ist klar. Aloha und seid herzlich willkommen hier zu einem weiteren Teil der Pokémon Together Show, wieder mit Luke Plays. Yay, yay, yay! Yeah, hallo! Und zwar steht heute das Battle an. Wie ihr seht, wir haben uns hier schon eine wunderschöne Arena gebaut. Auf der Minimap sieht man die besser, das Ding ist ein bisschen oval geworden, oder? Ja, es geht schon. Aber es passt. Auf welcher Seite willst du sein? Dann bin ich hier auf der roten. Man sagt ja immer, weiß beginnt, rot gewinnt, deswegen machen wir einfach das gute alte Chang-Chong-Spiel. Und zwar, wir beide schreiben in den Minecraft-Chat Stein, Schere oder Papier und auf 3 machen wir Enter. Okay. Schon drin. Okay. Hast du auch schon? Jo. 3, 2, 1, go. Ah, scheiße. So, ich nehme mal weiß, der Gewinner. Und da wir unser Pokémon... Achso, genau. Erstmal zeigen wir mal, was für Pokémon wir haben. Am besten, also nicht gegen mich werfen. Sondern einfach nur zum Zeigen. Ja, klar, gegen dich. Also, das Baby, also du siehst auch Baby-Fukano, ne? Aha. Geil. Haben wir das? Süß. Vulpix? Ja. Das Kleine? Das Kleine? Jetzt habe ich dir noch nicht gezeigt, wie man drauf reitet, ne? Du fliegst. Warte, das Geile ist, ich kann mit dem hier so rum. Ciao! Ja, später noch, glaube ich. Das ist so geil. Ich muss aber wieder einfangen, damit ich hier runterkomme. Krieg sogar falsch an. Guck mal, was für einen fetten Schnabel das hat. Ja, hier ein Rock Flash, Alter. Also, das nächste Pokémon ist bei mir die gute alte Voltoball. Goldini, auch wieder so ein guter Fisch. Und hier. Okay. Dann. Warte, ich fange erstmal wieder alle ein. Zick, 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 zick. So, legen Sie los. Also, mein erstes Pokémon ist hier Glutexo. Sieht so geil aus. Gefällt mir. Dann, ich mach mal so. Dann habe ich einen Flagmon gefangen. Was? Er sieht süß aus. Wie sind das so schwarze Ohren, Alter? Dann als nächstes Anton. Ey, da, guck mal, was ist das für ein Team? Was ist das für ein Stachel bei Flagmon hier hinten überhaupt? Keine Ahnung, aber ich schau mal Anton hier noch an. Voll geil. Einfach nur richtig geil. So, dann habe ich hier noch einen Voltilam gefangen. Das ist süß. Normal, mal, an sich entwickelt sich. Voll die Augen, ne? Guck dir das mal an. Ja, an sich entwickelt sich das normal auf Level 16, finde ich. Irgendwie. Naja, okay, dann habe ich noch hier das Traumato gefangen. Wo? Da, neben Anton. Achso. Das versuchst du einen zu verzaubern, ne? Mhm. Er ist doch weg. Und dann habe ich hier noch einen Taubsi. Sehr geil. Den kennen wir schon. Ist das auch so ein Hubschrauber-Taubsi? Jo. Oh, geil. Dann würde ich mal sagen, du suchst dir ein Pokémon aus. Und ich auch. Ja. Und weil wir müssen das gegenseitig abwerfen, nicht, dass wir uns aufeinander abspringen. Also geh du da auf deine Seite vom Pokéball. Okay. Ich kann dir empfehlen, F5 zu drücken. Siehst du das besser? Mhm. Ich muss nur kurz ein Pokémon suchen. Und... ja gut, ich hab's. Also, wirf dein Pokémon, ich werfe dich dann mit meinem ab. Ich nehme jetzt erstmal hier. Das hier. Also einfach hinwerfen. Einfach in die Mitte werfen, so weit wie möglich. Wirf! Du hast dich auch davor geheilt, ne? Ja, hab ich. Du musst dich doch treffen. Das schaut mich ganz blöd an. Oh, okay, fight. Alter, das ist. Guck mal, wie fett dieses Goldini ist, ne? Jetzt schauen sie sich an. Jetzt hier Super Sonic. Ja. Alter, was ist das? Hä, Ich hab dich nur verwirrt. Ich bin tot. Lol, nee. Ah doch. Aha. So, weiter geht's. Super Sonic. Was ist denn das? Das ist, eigentlich ist das nur eine Attacke, die macht gar keinen Schaden. Deswegen wundert sich, dass deiner gerade gestorben ist. Ach, Anton macht sich doch selbst Schaden, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon, das war doch so ein Fail-Pokémon. Ja, toll.
Es ist auch auf jeden Fall so, also meine Attacke Supersonic, die hat eine Chance von 50%, glaube ich, oder von einem Drittel, dass du einfach verwirrt bist. Das war's. Oh. Und wenn du verwirrt bist, schlägst du dich ja selber, ne? Ja. Ach, toll. Alter, wieso vibriert mein Bildschirm so? Der Bildschirm vibriert. Nein! Jawohl. Was? Level 19, sogar Fire Up und ich habe eine neue Attacke gelernt. Ja, what? Ist klar. Warte, was haben wir hier? An all-round attack that becomes more powerful, the less HP the user has. Nice, 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 nice. Wir nehmen einfach Heuler dafür weg. So, was nehmen wir? Flame Rear. Boah, wie wenig Damage macht das denn? Und tot. Ne? Alter, nein, bitte. Zeig dir mal, was hier abgeht. Attacke. Ja, da, ich glaube da. Oh Gott. Bams. Super Effekte sogar noch. Oh, weil ich habe eine Dunkelattacke gemacht. Deswegen. Nein, ey, komm schon. Jetzt, ja, ja, toll. Ja, jetzt. Taub sie los. Der fertige Teil mache ich mal so. Jo. Nein. So geil. Ja, Skaradoss ist echt stark geworden. Ey, guck mal, wie hoch das Taubsi fliegt. Sandattacke, Leute. Confusion. Ey, das ist sogar sehr effektiv, ne, weil du ein Normal-Pokémon bist. Ja. Confusion. Jo. Supersonic. Ah, tot. Okay, Mist. 9! Juhu. Oh, okay. Oh, ich bin Level 12. Was? Ich bin Level 12 jetzt. What? Was? Ist ein Pokémon noch am anderen Maß? Komm, das ist sehr effektiv jetzt aber. Bam, oh, verdammt, nein. Oh. Super effektiv. Oh, der ist Level 21. Ah, nee, dein Pokémon. Ist das dein letztes Pokémon? Ja. Dann mache ich einfach Sonic Boom. Hätte ja klappen können. So, Level 21 gegen 21. Ein kleines Pokémon gegen ein großes. Oh Gott. Mein Glutexo schaut so hoch. Hallo? Aber das Ding ist, ich habe leider... Bam, weg. Nein! Wirklich? Und wie sich der Respekt gebührt... Wirklich? Warte, bleib stehen, wie sich der Respekt gebührt, gehe ich hier vorne hin. Warte, und? Muss mich schon angucken. Verbeuge mich vom Gewinner. Das hätte ich jetzt gerade nicht gedacht, weil du ein Wasser-Pokémon hast. Ja, ich habe ja keine Wasserattacke. Hast du keine? Nein, oh Gott. Beuge mich. Ich bin auch fair hier. Nur ein fairer, guter Kampf. Oh Gott, das hätte ich nie gedacht. Schlag, Handschlag. ja, war auf jeden Fall super mega spaßig, dass du auch als Gast dabei warst. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Ihr findet Luke Plays Kanal selbstverständlich in der Beschreibung, alle, die diese Together Show auf meiner Seite mitverfolgen. Mhm. Ja, und bei mir in der Beschreibung ist natürlich auch der Link zu Kev und da geht die Together Show natürlich auch weiter und es gab auch vorherige Folgen mit anderen Gästen, also es geht bei dir mit ganz vielen Gästen immer weiter. So ist es. Ich wollte dich nochmal fragen, oder wie findest du denn den Mod? Würdest du gerne eine Bewertung abgeben, was du davon hältst, was würdest du noch verbessern, was gefällt dir, was hat dich überrascht, was hast du dir denn nicht so vorgestellt, als ich dir davon erzählt habe? Also, ich kenne die Mod ja so an sich, was es so ist, schon ein bisschen länger und so, aber gespielt habe ich es eigentlich noch nie. Also ich finde die Mod übelst geil, ich habe es jetzt, sagen wir, zum ersten Mal gespielt und mir macht es auf jeden Fall sau viel Spaß. Ich habe irgendwie nichts zu bemängeln, auch wenn es jetzt hier eine Beta ist, gibt es natürlich immer ein paar Bugs, ist natürlich klar. Und es ist ja in Minecraft so oder so immer der Fall. Also von dem her, ich finde es richtig geil, ist auch sehr gut umgesetzt und die ganzen Pokémon sehen auch sehr gut aus. Also vor allem das Schöne ist einfach, wo ich dir beipflichten muss, dass man wirklich das Feeling hat, sein eigener Pokémon-Trainer zu sein. Ja. Das heißt, man kann ja wirklich, das ist ja was ganz anderes als im Gameboy, was natürlich auch so schon mega Bock gemacht hat. Aber hier kann man ja wirklich 3D in der Welt rumlaufen und sieht die Pokémon lebensecht hier. Mhm. Das ist irgendwie geil, finde ich. Und ja, also ich finde die Mod wirklich geil. Ich habe nichts dran auszusetzen, also ich finde es richtig gut. Alter, du bist der Pokémon-Flüsterer. Menki und Voltilam kommen hier schon her. Ah! Weg. Na gut, dann würde ich sagen, diese Folge ist soweit beendet. Ich hoffe, euch hat dieses Battle gefallen. Wenn ja, würden wir uns natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr Leute für diese Show begeistern wollt, teilt doch einfach mal diesen Link. Ich kann schon nicht mehr sprechen, ich stottere. Dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Luke. Jo. Schönen Tag euch. Bis dann. Ciao.